Yo, servus Leute, seid herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Wir machen heute, ja mal ein etwas anderes Video, habe ich in den Trends gerade auf Platz 1 gesehen. Wir reagieren auf, was ist ein Bratan, Kinderfragen-Rapper mit Kapital Bra und Bozza, Late Night Berlin, Pro7, ihr seht schon, wir sind hier im Fernsehen, reagieren auf das, was im Fernsehen lief, deswegen müssen wir hier ein bisschen öfter auf Pause drücken. Ich hoffe, ihr könnt es verstehen, Leute, habe ich unnormal gerade Lust, Kinderfragen, Kapital und Bozza direkt gesehen, direkt komm, lieber darauf reagieren, als nur so gucken. Okay, das ist, glaube ich, einfach nur so ein Intro. Das Intro können wir, glaube ich, skippen. Kinderfragen-Rapper. Okay, haben wir am Start. Ja, aber, Digga, ich habe auch noch mal Lust. Was geht jetzt ab? Kommen jetzt Kapital und Bozza hier hin? Und herzlich willkommen. Mein Name ist Paulina und ich bin Romeo. Wir freuen uns heute auf gleich zwei Rapper. Bozza und Kapital Bra. Ey, aber ich muss sagen, ich hätte gesagt, sie wird Kapital Bra oder so sagen. Sie hat schon mal Kapital richtig ausgesprochen. Digga. Scheiße, Bruder, das sieht gruselig aus. Ich hoffe, sie sieht das Video nicht. Kapital Bra ist ein berühmter Rapper. Er ist manchmal witzig. Das ist irgendwie, das ist voll ungewohnt. Man hört eigentlich immer so eine, keine Ahnung, Interview, Erwachsenenstimme, auf einmal so eine Kinderstimme zu hören. Ich freue mich gerade voll. Und manchmal böse. Bozza ist ganz groß und stark. Weil sie Freunde sind, singen sie ganz gerne auch mal zusammen. Singen sie ganz gerne mal zusammen. Und dann kommt der Song. Bozza ist ganz groß und stark. Therapie ist meine Dealer. Geht's? Ups. Was glaubt, wo geht's? Was glaubt? So. Hallo. Hallo. Was geht ab? Was? Junge, wenn ich das schon sehe. Was geht ab? Alles klar. Ey, das wird lustig. Hallo. Seid ihr Freunde? Ja. Seid ihr beste Freunde? Wir sind gute Freunde. Wir sind gute Freunde. Wir freuen uns, dass ihr hier seid. Ey, aber der Anzug, den Kapi da anhat, ne, ist von Adidas oder so, keine Ahnung. No Werbung jetzt, aber das sieht irgendwie, also der Bratan ist fresh. Auf jeden Fall fresh unterwegs. Wir freuen uns, dass ihr hier seid. Danke, wir freuen uns auch, danke schön. Vielen, vielen Dank. Wir fangen an mit Bozza. Wir hören mal dein Lied. Okay. Ich glaube, welcher Song wird jetzt kommen? Entweder der mit Samra oder Elbe. Meiner Meinung nach Elbe, heftiger Song. Ich denke mal, dass der rauskommt. Ich denke mal, die zeigen die letzten Songs. Ja. Ich guck paranoid durch die Jalousie. Ein halbes Kilo zum Frühstück aus Hamburg Süd. Sitz am Steuer, noch eine Weinflasche, tanken Augen zu. Bozza macht Live-Reaction auf seinen eigenen Song. Sehr schönes Lied. Dankeschön. Ich küsse deinen Augen. Worum geht es in dem Lied, Bozza? Um unser Leben. Ah, das ist ein bisschen jetzt traurig, so Inhalt. Er wollte, glaube ich, nicht sagen, um meine Mutter. Um unsere Familie, wir haben, ja gut, was willst du, das kannst du dem Kind irgendwie auch nicht sagen. Was macht ihr denn so zusammen? Wir fahren gern rum im Auto. Geht ihr auch mal zusammen Eis essen? Nee, aber so ein Döner oder so essen wir schon. Nee, geht ihr Eis essen? Nee. Guck mal, Kapital. Ey, Junge, der sitzt da so mega schüchtern, Alter. Ey, das ist irgendwie ein lustiges Format, Hammer. Döner mag ich auch gerne. Ich auch, sieht man, glaube ich, auch. Woran erkenne ich einen Bratan? Jetzt kommt die, okay, nächste Frage. Wir machen halt ein bisschen immer alle 10, 15 Sekunden, versuche ich auf Pause zu drücken. Ich hoffe, ihr versteht das, Alter. Ein Bratan, das ist nur ein Ausdruck für Bruder. Was ist Bratura? Bratucha, das ist halt Bratan, Bratina, Bratuchas, Junge. Jetzt, wie eine nette Form so. Okay, also, Leute, merkt euch das, Kapital erklärt. Also, Brüderchen zum Beispiel. Ist Bozza ein Bratura? Natürlich ist Bozza ein Bratucha, safe. Was ist ein Bratina? Bratina, das ist ein, wie Schwester. Was sind das für Fragen? Was ist ein Bratan? Was ist ein Bratucha? Was ist ein Bratina? So, das sind die Fragen für Kapital. Für Bozza so eine nice Frage. Worum geht's in deinem Song? Bin ich deine Bratina? Natürlich bist du meine Bratina, gib mal Faust, Mann.
Darfst du mit deinen Gucci-Sachen auch draußen spielen? Die werden doch dreckig. Ey, das ist so. Man denkt sich so, machen die das jetzt extra? Aber ey, das sind Kinder und die leben diesen Film nicht, den wir leben. Dieses Rap-Game, die sind da gar nicht drin. Die hören, keine Ahnung, Teletubbies und so Sachen. Aber krass, das ist schon lustig. Ja, ja. Aber meistens kaufe ich die ja nur für Videodrehs. So. So, meistens laufe ich so Jogginganzug rum. So. Ist deine Jacke teuer, Bossa? Nee, geht so. Nee, geht so. Steht nur Balenciaga drauf, ne? Oh, Mann. Ey. Aber Bossa ist auf jeden Fall auch fresh unterwegs. Kann man sagen, was man will. Der Bruder ist auch fresh. Nicht wirklich. Da steht aber Balenciaga drauf. Balenciaga? Ja. Das ist sehr teuer. Gib mir Balenciaga! Balenciaga! Ich muss, glaube ich, höre den Song gleich, Alter. Hab irgendwie gerade voll Lust auf den Song gerade bekommen. Ja, Mann. Also, ich muss ehrlich sagen, ist irgendwie nice. Ist richtig geiles Format. Ich weiß das gar nicht so. Das war ein Geschenk. Nein, nein, die war so teuer. Dann darf man Nein, nein, die war teuer. Ey, das ist so geil, Kapital. Das ist dieser eine Freund. Wenn du irgendwie unangenehm dich versuchst rauszuretten, der eine Freund aber kommt und sagt, und das genau alles rausredet, damit du noch mehr in der Scheiße drin bist. So einer ist Kapital. Heute eine Schelle geben. Am besten gar nicht. Warum lachst du? Nee, ich bin deiner Meinung. Warum lachst du? Ey, wie geil. Ich hoffe, das Video wird nicht gesperrt. Das gefällt mir voll. Ich will öfter auf sowas reagieren. Und was ist, wenn jemand böse Worte zu dir sagt? Wie wehrt man sich? Am besten gehst du weg. Hast ja auch nichts gefallen. Kein. Weißt du, ich meine so, aber... Aber Kapital weiß, wie man antwortet, weil er hat selber zwei Söhne, glaube ich. So, deswegen, also man weiß schon, er hat diesen Papa-Instinkt in sich. Digga, stell dir vor, Kapital ist einfach dein Vater, Digga. Digga, ich kann einfach angeben, weil mein Vater fresher ist als die ganze Klasse. So. Versucht es auf jeden Fall friedlich zu lösen. Keine Schellen geben auf jeden Fall. So. Wir gucken in dein Video rein. Einsam an der Spitze? Nein, nicht. Boah, das ist ja mega alt. Da war ja noch bei Team Coco. Sogar Shirt. Ist ein ganz, ganz altes Video. Und dann noch so aggressiv. Guck mal, boah, wie unangenehm dem das gerade sein muss, weil die Kinder sich das gerade angucken und man sieht die Reaktion von den Kindern gerade. Scheiße. Da, am Kunden aus Bayern mit dem Kontostand von Neymar. Drück den Arm, geht 300 und die Erde bebt. Ich komm auf die Bühne und schreib Berlin weg. Berlin. Ey, das ist irgendwie süß, ne? Also die beiden, ich muss sagen, sie macht es richtig gut. Sie macht ihren Job richtig gut. Er hätte ein bisschen auch mehr fragen können, aber trotzdem. Leb. Wohin geht's da? Berlin lebt, dass Berlin die krasseste Stadt ist. Was ist ein Dealer? Ich finde das immer geil, wie die auf Bossa zoomen, wie die auf ihn zoomen und seine Reaktion abfangen. Ein Dealer ist der Drogen an andere Menschen verkauft. Das meine ich, er ist so der Ruhige, er zeigt nur so eine kurze Reaktion und die zoomen dann direkt da drauf. Das ist geil. Auch Bader? Bader? Das ist und nichts Gutes. Samsam? Samsam ist... Samsam? Guck mal, wie er ernst bleiben muss. Also ich verwirre, man sieht schon so ein bisschen unangenehm ist ihm das schon. Boah, ich find's geil. Ist auf jeden Fall nichts Gutes. Die sind auch Drogen. So. Was ist denn Shemshem? Shemshem, das ist eine andere. Digga, wie schwer muss das für einen sein? Du bist Gangster-Rapper und du bist vor zwei Kindern, die dich gerade interviewen über deine Musik, über dein Leben, über deine Songs. Das ist schon krank. Also das Format ist einfach gerade Gold wert. Ich hoffe, das kommt öfter mit anderen Rappern. Bedeutung für eine Droge.
Kokain. Ich habe mal gehört, dass man davon schlecht schlafen kann, wie von Zucker. Beste. Ich frage mich jetzt. Ich hoffe, Borsa antwortet auch noch ein bisschen was. Weil Kapital hat jetzt schon viel gesagt. Ja, stimmt. Was wollt ihr denn mal später werden? Rapper. Wie er jetzt fragt und sie Rapper sagt. Ach du Scheiße. Ey, Digga. Du Rapperin und du? Polizist. Okay. Dann viel Erfolg auf deinem Weg als Rapperin. Ja, und dir auch viel Erfolg auf deinem Weg als Polizist. Wie er das bei ihm gar nicht gesagt hat. Weil Polizist. Da war doch, glaube ich, diese eine Line mit Samra bei Al-Qudam, wenn ich mich nicht täusche. Fick den, was macht der einen auf Superman? Irgendwie so. Polizist, so. Aber sei ein cooler Polizist. Ja. Nicht in die Leber hauen. Vielen Dank, cool, dass ihr hier wart. Oh Mann. Ey. Ach, Digga, das ist einfach, die beiden, ne? Also das sind so zwei verschiedene Welten, die sich da gerade treffen. Die beiden und die beiden. Ganz, ganz andere Welten. Dankeschön. Ich danke euch. Tschüss. Tschüss. Mach's gut. Ciao. Mach's gut, ey. Passt auf euch auf. Baut keine Scheiße. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. 1, 2, 3. Das war's. Ey, das war Lachkick. Leute, sorry, wir haben so viel pausiert, aber ey, es war geil. Leute, macht's gut, haut rein und ciao.